Servus Leute, zurück zu Let's Play Conquest of EO. Wir sind weiter auf Eroberungszug. Wir haben uns stabilisiert beim letzten Mal. Wir haben die Plagen im Umland oder die Spawner im Umland größtenteils besiegt. Diese Truppe ist am Farmen. Und wir werden jetzt hier mal eine Loge aufbauen. Lass nur ein Lärm, diese Loge wird zerstört. Mach doch mal hier eine Loge. Oh, das dauert zwei Tage. Das ist natürlich blöd. Egal, weil dann kann diese Ressourcen hier abgefarmt werden. Ist halt so. Simpel, aber es ist so. Und mit unserem Turm, der ja bald ready ist, wollen wir zum Geheimnis der Forme. Zusammen mit den Ressourcen hier. Was ist hier nochmal? Baustelle, Abschnitt, Raumherstellung. Okay, nicht so wichtig. Hier können wir... Einheiten. Was macht ihr nochmal? Achso, ihr geht da schon hin. Ja, stimmt ja, ihr geht da hin. Ach, ich habe mich vergessen. Ich habe vergessen. Ja, das passt ja. Nee, das passt. Weil eigentlich wollte ich mit denen gerade hin, dachte ich mir. Aber ich habe die übersehen. Okay, beenden wir die Runde. Weiter geht's. Ekelhaft. Lebenssaft. Okay. Die sind abgegradet worden. Sehr gut. Können wir irgendwie, dass sie noch besser Sachen sammeln? Kann Berge und Klippen überklimmen. Das ist so eine Farmeinheit. Dann sollt ihr hier... Oder dort oben? Ich glaube, dort oben waren Gegner, oder? Die können Felder abfarmen. Also, ja, geht erstmal hier hin. Kümmert euch erstmal um das da. Zombifizieren ist fertig. Wandelnde Leiche, ein starker Widerstandsfähig, der keinen Unterhalt kostet. Der keinen Unterhalt kostet. Das ist das magische Zauberwort. Die Toten haben oft einiges bei sich, verstecken es aber gut. Dieser wird weitreichende Zauber sorgt dafür, dass sie nach ihrem Tod bereitwillig all ihre Reichtümer hergeben. Was gibt's denn sonst zu forschen? Transmutation. In Essenz. Ja gut, machen wir das erst. Das geht schneller. Wir haben ja, genau, wir haben ja schon die zweite Stadt kennengelernt. Wir brauchen noch einen Arbeiter. Wo kriege ich denn einen Arbeiter her? Könnte ich den vielleicht aus so einem Dorf herbekommen? So ein, was ist das? Menschliche Arbeiter. Ja genau, ich will einfach menschliche Arbeiter. Wo kriege ich menschliche Arbeiter her? Naja, gut. Was ist das eigentlich? Also, Gasthaus. Okay. Ich kann keine menschlichen Arbeiter rekrutieren. Das wäre schön. Aber so ist es halt. Die Überlegung ist, will ich jemanden von denen, aber andererseits, jetzt habe ich noch nicht genügend Geld. Ich muss erst meine Domäne verschieben, dann geht das. Eventuell. Wer wartet? Ihr wartet. Ihr wollt zur Menagerie und schauen, was dort abgeht. Ausbreitung, sehr gut. Drei neue Ressourcen. Die jetzt über die nächsten 12 Züge abgebaut werden. Vorerst. Was bringt es noch, diese Straße? Sonst bringt es nichts. Einfach bloß ein stationärer Farmpunkt, wie es scheint. Dann geht doch mal den Dorfgerüchten nach, würde ich mal vorschlagen. Machen wir uns bei Siebenburg beliebte. Es dauert ja noch ein bisschen, bis der Turm abhebt. Deswegen können wir schauen, was hier zu tun gibt. Ihr bringt eure Truppen zu einer Dorftaverne und werdet Zeugen des Auftritts eines betrunkenen Zwergen. Er schmettert seinen Krug auf den Tisch und singt zu diesem Rhythmus ein Lied. Gold und Juwelen aus finsterer Nacht, Magie, die über Geheimnisse wacht. Grabe tief und gebt gut Acht. Reichtümer aus Tiefe, aus der Tiefe gebracht. Grabe tief und gebt gut Acht.
Bleibt für eine weitere Strophe. Finden Ruinen, Minen so tief, im Herzen des Bergs, wo die Ader verlief, wo uralte Zauber und Deck schlief. Gebet Acht, grabe tief, Reichtürme aus der Tiefe gebracht, grabe tief und gebt gut Acht. Na schön. Eine noch. Okay. Ruinen und Glyphen, verborgen im Stein, nur magische Zeichen bringen euch rein, zu Schätzen borgen, verborgen im tiefen Schrein. Grabe tief und grabet fein, Reichtümer aus der Tiefe gebracht, grabe tief und gebt gut Acht. Das ist ein seltsamer Text. Handelt es sich um eine Legende? Der Zwerg ist zu betrunken, um eine vernünftige Antwort zu geben. Jawohl, meine Familie hat gefunden. Sagen immer, ich weiß, brauche man, um Wächter zu bezahlen, aber nicht zuverlässig. Haben sie gesagt, die Vollpfosten muss in den Bergen sein, wenn ich... Sein Kopf schlägt plötzlich auf der Tischplatte auf und er schnarcht lautlos. Ihr versucht ihn zu wecken, aber er ist zu tief im Sofa-Schlaf versunken. Das könnte es wert sein, ihm nachzugehen. Hier muss ich jetzt graben, oder wie? Der Könige. Was ist das? Wenn es sich nicht in eurer Domäne befindet, aha. Sollte man sowas machen? Okay. Ich vermute, ich muss hier in den Bergen schürfen, um irgendwas zu finden. Na gut. Aber jetzt graben wir erstmal hier alles aus. Ja, mit dem Erz. Sehr gut. Und wir schauen in der Menagerie vorbei. Helle, bunte Laternen beleuchten riesige Zelte und Kutschwagen. Alles in lebhaften Farben ausgemalt und es erklingt eine einladende, wenn auch laute Musik. Ein großes Banner überspannt den Eingang. Zacharias, Menagerie der Monster und Absonderlichkeiten. Gehen wir doch mal rein. Auf dem zentralen Platz wird ihr direkt von jonglierenden Clowns, tanzenden Menschen und Leuten auf Stelzen umstellt. Der Lärm vieler verschiedener Tiere umgibt euch. Ja, wir haben genügend Geld. Schauen wir es doch uns an. Ihr seht Tiere aller Art, die offenbar alle dressiert wurden, auf Kommando zu springen, zu brüllen oder zu fliegen. Eine baumdicke Schlange windet sich um die zentrale Zeltstange und lässt es zu, dass kleinere Tiere sie als Kletterhilfe benutzen, um Leckereien vom Dach zu holen. Pferde galoppieren, tänzeln in perfekten Formationen über den Boden und ein einsamer Wolf, gigantisch und majestätisch, springt durch einen brennenden Reifen. Okay, das war alles. Dann besuchen wir die Wahrsagerin. Ihr gelangt zu einem kleinen Zelt, das nach Salbei und Thymian riecht. Darin sitzt an einem niedrigen Tisch eine zierliche Frau, deren vernebelte Augen euch durch das Zeltinnere folgen. Sie schüttelt einen Lederbecher und kippt einige Steine mit seltsamen Symbolen auf den Tisch. Kommt, sind Sie doch eure Zukunft. Fragt nach einem kleinen Einblick. Meine Knochen sagen mir alles, was ihr wissen wollt. Es wird nicht billig, aber sie kennen euer Schicksal. Okay, dann erzähl mal. Die Frau zieht einen Stapel unbeschriebener Metallkarten hervor, die seltsame Erhebung aufweisen. Sie mischt sie durch und legt drei davon vor euch aus. Dabei fährt sie mit dem Finger über jede einzelne Karte. Eine schöne Blüte, die Falle bringt Tod. Flieht vor dem Zugriff, euer Blut fließt sonst rot. Eine schöne Blüte, die Falle bringt... Welche Falle? Eine schöne Blüte, Blume, okay. Wir müssen irgendwo einen Hinterhalt und wir müssen abhauen, sonst sind wir tot. Als sie geändert hat, schaut sie euch wieder an und ihre blinden Augen bohren sich in eure Seele. Und damit wären wir für heute fertig. Kommt und sucht mich erneut auf, wenn ihr mehr erfahren wollt. Ah, was für eine seltsame Weissagung. Okay, das war alles. Kann ich hier Arbeiter anheuern? Gehen wir mal dorthin. Okay, das wurde ein bisschen besser. Ist doch nicht schlecht. Ansonsten haben alle... Schauen wir mal, ihr könnt weitergehen. Einfach mal zu schauen. Ist angenehm, wenn niemand von den Gegnern hier ist. Frühjahrsputz. Putzen wir doch mal.
Ihr betretet eine kleine Siedlung, wo die Häuser kaum mehr als Hütten sind. Nur ein Gebäude sticht daraus hervor. Es hat 3 Stockwerke mit weiß gekalkten Wänden. Ohne Zweifel das Heim einer adligen Familie. Am eleganten Zaun hängt eine Notiz. Die Herrin wird jeden belohnt, der mutig genug ist, ihr Heim von den Untoten Finstertals zu befreien. Weitere Informationen erhaltet ihr im Haus. Oh, eine adlige Belohnung. Her damit. Ihr betretet einen großzügig geschnittenen Flur, von dem aus doppelflügelige Türen nach rechts und links führen. Ein Junge in den Kleidern eines Dieners kommt auf euch zu. Seid ihr gekommen, um die Feinde aus dem Haus zu vertreiben? Ihr seht sicherlich fähig aus. Die Dame bietet dem, der sich dabei erfolgreich zeigt, eine Kassette voll Gold an. Er zeigt auf eine große hölzerne Kiste mit einer Verzierung. Okay. Ah ja. Okay. Und dann besuchen wir mal den König, oder? Wenn wir schon mal hier sind, dann müssen wir auch den König besuchen. Mehr gibt nichts zu tun. So, erstmal schauen. Kann ich hier arbeiten? Ah ja, wunderbar. Menschliche Arbeiter. Hellebardiere kann ich auch kaufen. Kosten halt Unterhalt. Kosten die Menschen auch Unterhalt? Natürlich, wahrscheinlich. Kosten auch Unterhalt, ja. So. Die Turmseite. Mit Planung fortfahren. Habt eine Baustelle in eurer Domäne. Was ist eine Baustelle? Kristall. Sammelt magisch dir einen Teil des Überflusses an Speichern. Oh ja, extra Mana pro... Okay. Bildet Goblins aus und bringt sie unter. Kann mit defensiven Erweiterungen verbessern. Bis zu 3 Gold kostenlos für Einheiten. Ermöglicht die Ausbildung von Goblin-Prüger. Goblin... Okay, das ist das ganz normale. Okay. Ich habe 5 verschiedene Räume. Na gut, dann schauen wir doch mal den Turm. Meine Mana-Produktion erhöhen. Das ist, glaube ich, bei den Untoten wichtig. Sehr wichtig. 3. Hiermit kann ich Gold produzieren und Handwerkslots. Sind das Handwerkslots? Was ist das? Oh. Ich könnte noch einen maximal bekommen. Kann ich eigentlich Räume auch wieder... Räume kann ich auch wieder abreißen. Also es ist kein Nachteil, was zu bauen. Was nichts dauerhaft kostet. Und Gold haben wir genügend, dann machen wir das auch. Meistermagie. Nächste Stufe bei 25 Meisterschaft. Na gut. Fünf verschiedene. Ja, ich will auf jeden Fall den Magieraum noch haben, damit ich mehr Magie bekomme. Magie ist wichtig. Habt eine Baustelle in eurer Domäne. Das verstehe ich nicht ganz. Wie kriege ich eine Baustelle in meine Domäne? Was ist das? Ah, das ist eine Baustelle. Ja, wunderbar. Na, das passt doch mit meinem Overall-Plan perfekt zusammen. Aber erst besuchen wir den König. Der Sitz der Könige. Eine legendäre Stätte aus der Zeit des Hibernischen Imperiums. Hier werden die Könige der Hohenmark üblicherweise gekrönt. Angeblich segnen die Wächter selbst die Regenten hier. Niemanden wird ohne Erlaubnis des Königs der Zutritt gewährt. Um hier eintreten zu dürfen, müsst ihr großes Ansehen in Siebenburg erringen. Und nur der König persönlich kann es euch am Ende erlauben. Eines Tages werden wir zurückkehren. Siebenburg. Gut, ich muss in der Gegend erstmal aktiv werden. Dazu muss ich aber hier in die Dunkelheit rein. Aber erst, wie gesagt, der Fokus ist hier drüben. Da drüben. Das müssen wir als erstes schaffen. Die Arbeiter. Jawohl, Arbeiter sind wichtig. Die können doch direkt mal hier entlang gehen, dann da und da farmen. Jawohl. Haben wir da schon mal was zu tun. Währenddessen könnt ihr eine weitere Nebenquest angehen, die wir hier haben. Diese aus der Stadt Lorraine, eine Nebenquest.
Charmeure unter uns, irgendeine Hexe oder sowas war das. Ihr habt soeben die Stadt erreicht, als Madame Muriel sich auf den Markt einrichtet, wo sich eine Großmenge um zwei schwere Wagen drängt. Einer ist mit Stoffen verhüllt, der andere sieht eher aus wie ein Zirkuswagen, groß und in leuchtend bunten Farben bemalt. Aus der Tür des Letzteren tritt eine füllige Frau, deren silberne Locken kunstvoll frisiert sind und auf deren feinen Kleidern Perlen und Kristalle funkeln. Tretet näher, jung und alt, ich habe so manchen Talisman feil zu bieten. Untersucht die Wagen. Eine Gruppe von Wachen, eigentlich nicht mehr als Schläge mit verrosteten Waffen, hält die Leute auf Abstand. Niemand darf sich den Wagen von Madame Muriel nennen. Wenn ihr die Darbietung sehen wollt, stellt doch drüben an. Okay, 10 Gold ist es wert. Wobei, meine Goldquellen sind nicht hoch. Egal. Der Hauptmann der Wache, wenn man ihn denn so nennen kann, wirkt uninteressiert. Als er die angebotenen Münzen diskret annimmt, dann schickt er seine Soldaten los, die Menge im Schach zu halten und lehnt sich zu euch herüber. Ja, sie ist eine Scharlatanin. Sie bietet nutzlosen Plunder gegen Geld. Wenn irgendjemand zufällig auf die Unterseite des Wagens achten würde, könnte eine echte Überraschung erleben. Und jetzt fort mit euch, bevor uns noch jemand erwischt. Es war mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Moment mal, okay. Hätte ich mir auch das Geld sparen können. Viele von euch haben von Bestien gehört, die unser Land durchstreifen, beginnt Muriel. Sie ist auf eine Kiste geklettert und blickt hinunter zu den Dorfbewohnern. Schreckliche Viecher, aber fürchtet euch nicht, denn ich habe euch handgemachte Zaubertalismane mitgebracht. Sie werden jegliches großes Ungeziefer abschrecken, garantiert. Ihr glaubt mir nicht, seht selbst. Mit einem Schwung reißt sie den Stoff vom Wagen und enthüllt einen Käfig mit einem riesigen Käfer darin. Sie hält der Kreatur ein Talisman entgegen und sie flieht in die entgegengesetzte Richtung. Wobei sie fast über die eigenen Beine stolpert. Das ist ein Trick! Zeigt uns, was unter dem Käfig ist! Muriel wird blass, als die Leute anfangen zu murmeln und weitere Beweise fordern. Einen Moment lang sieht es aus, als wolle sie weglaufen. Dann ergibt sie den wütenden Rufen der Leute nach und lüftet den Stoff unter dem Käfig. Zwei Männer liegen im kleinen Zwischenraum, Stöcke und Schnüre in Händen, mit denen sie den Käfer von unten bewegen können. Am Nachmittag treffen die Wachen des Barons ein, um Muriel in Gewahrsam zu nehmen. Die Stadtbewohner sind empört und danken euch, dass ihr sie davor bewahrt habt, ihre hart verdienten Münzen einer Scharlatanin zu geben. Alles klar. Keine Belohnung. Nur Ansehen. Naja. Okay. Man kann nicht alles haben im Leben. So. Ich hätte gerne hier einen Anführer noch. Muss ich schon zugeben. Nachdem wir dort oben waren, muss ich auf jeden Fall darunter. Ich muss zwingend darunter. Erstens ist hier der Knoten, ein weiterer Knoten. Zweitens ist hier diese Akademie, die so juicy wäre. Weil ich dann endlich einen weiteren Helden, nenne ich es mal, mir gönnen könnte. Moment, war das eine neue Turmsortenentwicklung? Nee. Das gönnen wir uns, und das kostet. Genau, um da weiterzukommen, brauche ich das. Na gut. Was machen wir? Der zerfallene Turm hört sich doch auch interessant an. Ja, schon ziemlich weit weg. Andererseits ist nichts in der Nähe. Also gehen wir weiter. Die Skelette müssen hier zu irgendwas genutzt werden. Weizen! Mit Stufenaufstieg verfügbar? Ah! Nicht so wichtig, aber ah! Mehr Geschwindigkeit zum Wegrennen. Ihr seid Farmer Boys. Farmer Boys gehen da hoch. Da unten ist nämlich schon nahezu alles abgefarmt. Die Arbeiter könnten noch mehr machen als nur farmen. Oh, hier passiert was. Ihr seht eine gehetzte Gestalt mit weit aufgerissenen Augen und wedelnden Armen auf euch zu rennen. Flieht, ihr Narren! Der Balrog. Nein, halt, falsches Spiel. Diese verdammten Zauberer haben ihre Monster auf uns geht's. Sie haben schon unseren Hauptmann getötet und unser Lager befallen. Rennt, bevor sie euch kriegen! Und damit rennen sie an euch vorbei in die Wildnis. Moment, Blüte irgendwas. Diese Bestien will ich mir ansehen.
Es ist nur zu leicht, den Klängen von Reisenfetzen zu folgen. Dann seht ihr die zerbrochenen und zerfleischten Leiber der Banditen um den Wagen herum verstreut liegen. Erst als ihr euch die ungestürzten Kisten im Wagen anschaut, seht ihr die Bären, die für den Angriff verantwortlich sind, und die Naturelementare, die sie begleiten. Wir müssen uns das Gold holen! Erschlagt sie! Oh, das ist ja bloß ein Bär. Das ist nix Naturelementare. Aber der Bär kann was. Der hat noch irgendeinen Buff oder so. Wild, gegen einen mit Schild tragend. Okay, Bestie, mehr Geschwindigkeit, elementare Schwäche, alles klar, das ist okay. Ja. Und was ist das dort oben? Achso, das ist Fraktion Natur oder so? Eine Krieg! Holen wir uns das Gold, das wir eben gerade erst ausgegeben hatten. Holen wir uns den High Ground? Ich glaube, das probieren wir mal. Kann nur gut werden. Eine Milka lila Kuh? Eine Geisterkuh. We have the high ground now. Oh, da hat irgendeine Aura oder was ist es? Was hat denn der bitte? Der ist wild. Ist das alles? Okay, jetzt ist Zeit zu vernichten. We have the high ground. Ist eigentlich diese, ja, macht es eigentlich einen Unterschied oder ist das hat es irgendeine Bedeutung hier, diese Balken? Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Durch Verteidigen habe ich die Defense erhöht, deswegen. Ja, das kostet. Dein Leben kostet! Also, der kriegt immer mehr Schaden, umso mehr angeschlagen der ist, aber. Flankieren, Gelegenheitsangriff. Ja, gut, das Flankieren war, glaube ich, das Starke. Sehr gut. Jetzt muss ich sie wieder heilen. Ja, statt Rain ist ganz nett. Da hätte er ruhig eine gute Seele rausspringen können als Belohnung. Okay. Nach dem Tod oder der Zerstörung der Kreaturen sammeln eure Truppen die Schätze, an dem Wagen umhergeschleudert wurden. Aha. Aha. Naja, der ist ganz nett, der Gelan-Kristall. Ich hoffe, es war wert. I doubt it. Die warten jetzt erstmal. Wohin wollte ich mit euch? Mit euch wollte ich langsam zurückgehen, oder? Wir müssen langsam dann hier was machen. Nächste Runde. Okay, der geht jetzt weiter in den Weg. Sollte eigentlich gar nicht, aber gut. So, was kannst du als nächstes machen? Gibt's hier was zum Abbauen, ist die Frage. Wieso kannst du nicht dahin? Bergkupfer, Ader. Die kannst du dir nicht gönnen. Na gut, dann geh dahin. Du hast schon ein Ziel. Sehr gut geplant. Und ihr macht mal nix. Der Turm soll sich jetzt erheben.
Und diesmal soll er auch erhoben bleiben. Ja, wir wünschen ihm einen guten Flug. Ich hätte gerne... Kann ich... Nee, geht nicht. Dann hätte ich gerne... Jawohl. Hierhin bitte. Da gibt es jede Menge Ressourcen. Und dann müssen wir uns da um dieses Former-Versteck kümmern oder Geheimnis der Former. Könnte was Brutales sein, weil die Belohnung ist recht stark. Außerdem brauche ich Heilung wieder. Wir könnten Forschung richtig pushen. So, wir haben Gold zu Mana, Mana zu Gold. Gold zu Mana. 2 zu 1, okay. Gut zu wissen, dass wir das machen können. Das ist wirklich nützlich. Oh, hier ist was Neues. Erdmeisterschaft, Erdkunde. Dieser Zauber hat jedem das Verständnis, dass der Mann gleich kommt. Ihr lasst das Erklimmen des Berghangs für einen gemütlichen Spaziergang erscheinen. Ja, nö, nicht zwingend. Ich hätte gerne, dass meine Untoten mir ihre Reichtümer auch wiedergeben. Interesting. Ich dachte, das sind alle Raumbaupläne, die es gibt, aber es gibt ja hier noch mehr. Wie wir sehen konnten. Na gut. Sehr schön. Auf geht's. Farmen. Ah, das sind Gegner. Die muss ich erstmal loswerden. Mist, die kriege ich nicht so leicht los. Naja. Lasse dich hier nieder. Hier könnt ihr ein Abenteuer lang. Du bist umkämpft. Ich sehe aber nicht von wem. Ihr seid noch nicht geheilt. Alles gut. Hoffentlich greifen. Erstmal kriegen wir Loot. Das ist ein guter Loot. Der Rest ist meh. Ich kann trotzdem mal hingehen. Vielleicht komme ich ja doch zur Mine hin. Da brauche ich wahrscheinlich eine, die Berge besteigen kann. Und hier Wasser. So. Ihr geht hier hin und farmt. Oh, Feenflügel. Ihr geht zum zerfallenen Turm. Ah, der Magierturm ist schief. Seine Fenster fehlen und der Garten ist verwildert. Die restliche Anlage besteht aus einer Reihe von niedrigen Gebäuden in furchtbarem Zustand. Alles ist friedlich, aber seltsam ruhig. Es sind keine Vögel. Nirgendwo rascheln kleine Tiere im Unkraut. Das Tor des Turms steht offen und ihr könnt Treppen sehen, die nach oben und unten führen. Bei einem der näheren Gebäude, vermutlich für Diener gedacht, fehlt die Tür gänzlich. Das Dienerhaus zuerst. Es sieht so aus, als wären die Bewohner in Eile geflohen. In einer kleinen Küche stehen verrostete Töpfe und Pfannen. Mehrere Kisten sind voll mit mottenzerfressenen Kleidern. In einer Ecke liegt ein einzelnes Skelett. Mit einem verstörenden Loch an der Rückseite des Schädels, um das der Knochen stark verkratzt ist. Dann sprechen wir doch mal mit den Toten.
Das Skelett zuckt, als Leben in es einfährt. Dann dreht es seinen Schädel und die Leute um sich herum anzusehen. Ah! Schreit er dann den knochengebundenen Geist. Es frisst sich durch meinen Kopf. Ich kann es hören. Es redet mit mir. Es frisst. Es ist raus. Holt es raus. Der Rest bis der Zauberdicht ist unverständlicher Nonsens. Okay, da ist irgendwas, was den Kopf zerfrisst. Dann gehen wir ins Alchemielabor. Ich finde das Labor ohne Probleme. Es sieht aus, als wären die meisten Werkzeuge und Material noch da. Aber einige der Gläser sind zerbrochen. Tische umgestürzt und Schränke zersplittert. Und sogar angekaut. Wir kriegen ein paar... Oh, Kürbis ist gut. Sehen wir uns doch mal um. Ihr findet Gläser mit schimmernden runden Eiern in einer zähen Flüssigkeit. Daneben liegen Papierfetzen mit hingekritzelten Bildern von allen möglichen Käfern. Groß und klein, eingesetzt in menschlichen Körper. Larven von parasitären Wespen. Und schlussendlich ein Käfer mit einer Krone oder einer Art Heiligenschein. Er hatte den Verstand verloren. Gehen wir. Glaube ich nicht, da ist irgendeine Gefahr. Und die wollen wir natürlich herausfinden. Okay. Im Magierzimmer. Die Fenster des Zimmers sind allesamt zerbrochen. Der Wind hat Samen hereingetragen, die in den schimmeligen Decken auf dem Bett Wurzeln geschlagen haben. In einer kleinen Kiste findet ihr ein Buch, das eine Art Tagebuch zu sein scheint. Das meiste davon ist unleserlich, aber die Handschrift auf den letzten Seiten ist groß und zittrig. Sie enthält eine klare Warnung. Einer von ihnen ist in meinem Kopf. Ich kann spüren, wie es kaut, sich dort eine kleine Höhle schafft. Der Schmerz und die Musik, er singt zu mir, gibt mir Befehle. Ich werde es beenden, es tut mir so leid. Sammelt sie, sammelt, sammelt, er ist hungrig. In einem kleinen Loch in den Seiten liegt ein schimmernder Schlüssel versteckt. Finster, gehen wir. Ihr kehrt in den unheimlichen, stillen Innenhof zurück, von dem aus sich viele Möglichkeiten erbieten. Nein, tun sie nicht, anscheinend. Okay, jetzt wollen wir gehen. Ihr verlasst das Anwesen durch die große Halle, wo das Licht eurer Fackeln von riesigen Glasgefäßen reflektiert wird, in denen sich tote Käfer aller Größen befinden, die in einer klaren Flüssigkeit schwimmen. Als ihr diese passiert, hört ihr von draußen Lärm. Dann zuckt einer der Käfer im Glas und stößt ein grelles Kreischen aus, das von draußen eine Antwort erfährt. Eure Truppen werden angegriffen. Haltet stand. Sind wieder diese Feuerkäfer, die schießen können. Garstige Wesen. Vernichtet sie. Tötet sie, bevor sie wieder Eier legen. Diesmal haben sie schon Eier gelegt. Ja, die schießen sogar. Diese Ratten. Angriff! Mehr Angriff! Macht sie tot! Okay, jetzt ist der Gegner dran. Crazy. Die haben wir weggemacht. So, und jetzt werden die weggeballert. Schön flankiert. Und wieder schön flankiert. Wir müssen mehr mit Flankieren arbeiten. Sehr gut. Hoffentlich haben wir eine schöne Belohnung dafür, dass wir uns standgehalten haben in diesem ekligen Labor der Käfer. Das hört sich nach Erfahrungspunkten. Was war das jetzt für ein Geräusch? Okay, Stadt Lorraine ist darüber ein bisschen glücklich, aber... 50... Oh ja, 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 ja. Ihr schlagt sie zurück. Als die letzten Käfer sich lösen und fliehen, folgen sie ihren eigenen Spuren wieder zurück. Folgt ihnen zum Nest. Nein, tut's nicht. Noch nicht. Aber das ist juicy. Jeder kriegt eine Stufe. Verzehrt eine Leichen und stellt 30.
Nahkampfschaden? Was ist da wertvoll am Ende des Tages? Wahrscheinlich bist du. Jawohl. Fleischform 1. Tägliche magische Regeneration. Trotzdem müssen sie heilen. Deswegen müssen wir zaubern. So, das war das Geschäft. Jetzt müssen wir uns hier um die kümmern. Ja, um die müssen wir uns kümmern. Naturbewegung, Besitz von Orks. Weg mit euch. Das sind Nahkämpfer. Eigentlich erwarte ich, dass ich da ohne Probleme die besiege. Die dürfen wahrscheinlich einmal angreifen. Oder so ein Zeug. Wie weit könnt ihr euch bewegen? Nicht sehr weit. Oh. Überhaupt nicht weit. Shit. Yes. Das ist ja wunderbar. Okay. Ja, du kannst nichts machen. Hä? Oh. Commander? Dadurch haben die die Möglichkeit bekommen. Oh. Das ist cool. Yes. Abgeschlitzt. Yes. So, jetzt machen wir den weg. Jawohl, ja. Jetzt seid ihr zuversichtlich, nachdem ihr gesiegt habt. Das ist doch richtig gut. Die heilen zum Glück. Das ist das Gute. Front lebende Einheiten ist nicht schlecht. Hat was. Die können wieder regenerieren, ohne dass ich was machen muss. Ja, ausgezeichnet. Why not? Dann können wir auch mit der Einheit ernten gehen. Gönnt euch mal mehr Lebenspunkte. Ihr habt nämlich wenig Lebenspunkte. So. Die kann ich nicht angreifen. Die muss ich auch nicht. Ja, doch, ich muss sie wahrscheinlich fertig machen. Es führt kein Weg daran vorbei. Aber nicht jetzt. Beim nächsten Mal. Oh, wie lange braucht denn das? Das braucht lang. Gut. Gut. Ressourcentechnisch sind wir wunderbar versorgt. Dadurch, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr haben. Und wir haben jetzt auch bei dem Turm, das da. Jetzt brauchen wir nur noch einen zweiten Raum. Kostet noch ein bisschen. Der Kristallgarten, den hätte ich auch gern. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. War sehr aufregend. Wir haben einiges geschafft, wir haben einige Geschichten erlebt. Und beim nächsten Mal werden wir das Geheimnis der Formen ergründen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt darauf, besonders wenn wir es ergründet haben. Das boostet die Forschung und das Gold um einiges. Aber ich könnte mir vorstellen, das wird knackig. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.